Letzte Woche habe ich euch gezeigt, wie man die Ständerwände stellt. Vor allen Dingen, wie man die Ständerwände stellt, wenn man keine helfenden Hände hat und das alles alleine machen muss. Diese Woche zeige ich euch, wie ich das Gebälk hier drauf gebracht habe, die sogenannten Dachsparren, und wie ich die Siebdruckplatten da drauf geschraubt habe. Eigentlich heißen die Dinger ja Siebdruckplatten, weil auf der einen Seite die raus sind und das entsteht, indem man ein Sieb da drauf druckt. Die sind ja von beiden Seiten glatt und heißen dann irgendwie anders. Ich weiß gar nicht wie. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare reinschreiben. Und was noch ganz wichtig ist, zum Schluss erkläre ich auch noch, warum ich nicht die Trapezbleche direkt auf die Siebdruckplatten draufschraube, obwohl man das eigentlich kann. Es ist soweit. Wir werden heute die Dachsparren draufschrauben. Bei den Dachsparren, die habe ich schon zugesägt auf die Länge. Die werden so links und rechts 14 cm überstehen, damit man da auch so ein bisschen konstruktiven Wetterschutz hat, habe ich mir gedacht. Und ich werde die mit Tellerkopfschrauben 8x160 richtig ordentlich festziehen. Die werden 6 cm noch in den unteren Balken dann reingehen, weil wir haben ja 10 cm starke Balkenlage. Das sollte dann von der Stabilität ausreichen. Was jetzt ganz wichtig war, ich habe das ganze Ding nochmal überprüft. Ich habe überall gemessen und auch mit der Wasserwaage geguckt, dass alles noch wirklich perfekt ist und auch die Abstände sind gar nicht so schlecht. Ich habe von hinten, also von der Küche bis zum Bad, über die ganze Länge, das sind 5 Meter, habe ich 4 mm wird es zum Bad ein bisschen größer. Ja, gut. Der Maurer sagt, ein Zentimeter geht mir am Arsch vorbei. Ich sage jetzt, die 4 mm gehen mir auch am Arsch vorbei. Das wird schon passen. Sonst von den Winkeln stimmt's alles. Jetzt haue ich mal die Balken da drauf. Dann haben wir nochmal Stabilität und dann werden wir auch anfangen, innen drinne die Platten zu montieren. Und dann ist das Ding wie ein Kubus in sich sowas von verschränkt. Da passiert gar nichts mehr. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Heute werde ich die Siebdruckplatten, die 4 mm Siebdruckplatten, oben aufs Dach draufschrauben. Um das machen zu können, muss ich mir aber ein Gerüst hinstellen. Ich werde einfach meine übrigen Balken da durchschrauben, dass das alles fest ist. Und die seitlichen Hängerwände, die werde ich dann da oben draufschrauben. Da werde ich drauf rumlaufen können, um dann diese Platten zu montieren. Ich habe mir gedacht, 4 von diesen Balken reichen eigentlich aus, um dieses, ich sag mal, Behelfsgerüst zu bauen. Weil ich wiege 90 Kilo, das sollte auf alle Fälle mit den Brettern langen, um das zu heben. Aber eigentlich, ich glaube, ich mache doch lieber 5, weil die 90 Kilo sind auch interpoliert und deswegen machen wir lieber 5 von den Dingern. Was auch noch ist, das ehemalige Maß von dem Hänger war ja 4 Meter und die seitliche Klappe, die hat jetzt auch bloß 4 Meter. Ich muss das dann nochmal hin und her schieben und deswegen, ich werde von der oberen Höhe einen Meter runter messen, weil ein Meter ist dann irgendwo hier. Ich kann mich gut drüber lehnen und diese Siebdruckplatten festschrauben und dann gleich anschließend auch noch die Bleche. Aus dem Grund von der obersten Höhe 1 Meter runter. Und das heißt, hier in dem tieferen Bereich habe ich dann nur so die Hälfte von dem Meter ungefähr. Aber dann kann ich mich noch weiter rüberlehnen. Das ist noch einfacher. Aber insgesamt bin ich schon ziemlich hoch. Das muss man auch bedenken. Ich bin dann schon ungefähr bei 3 Meter. Da kann man auch tief fallen. Also muss man auch aufpassen, was man da tut. Wie sage ich immer, nicht schön, aber selten. Diese Trapezbleche sind wirklich geil, weil die kann man ganz einfach verlegen. Und die halten ewig. Also ewig heißt 50 Jahre, steht irgendwo geschrieben, sollten die halten. Die haben so eine Spezialbehandlung, sollen da nicht rosten. Man darf sie bloß nicht mit der Flex schneiden.
dass die Schnittkanten nicht heiß werden. Aber einen Nachteil haben die Dinger schon. Und das muss man auch ganz deutlich sagen. Die haben so eine Schutzfolie drauf. Und diese Schutzfolie abzukriegen, wenn da zu viel Hitze schon eingewirkt hat, also sprich Sonneneinstrahlung, wir haben 30 Grad, kriegt man das Zeug nicht runter. Dann futzelt man hier Stück für Stück runter. Es ist die Hölle. Es geht gar nicht. Aber ein Trick zur Beachtung, wenn ihr das bei 20 Grad irgendwo macht, also früh morgens im Sommer oder im Winter, zu kalt geht auch nicht, reinholen, drinnen machen, bei 20 Grad kann man die Folien in größeren Stücken abziehen. Das funktioniert dann ganz gut. So, ich habe mich ein bisschen umentschieden und ich werde jetzt hier oben drauf so eine Betonplan oder es wird sie auch verkauft als Siebdruckplatte von beiden Seiten glatt, 4 mm stark. Die werde ich jetzt hier oben drauf schrauben und dann erst das Blech. Das Gute daran ist, diese Platte ist so gut wie dicht. Die wird auch verwendet, um Betonschallung zu machen oder auch Hänger noch zu verkleiden innen. Da kann auch dann ewiger Wettereinfluss sein, das macht den Platten gar nichts aus. Ich habe jetzt nochmal einen Zwischenbalken reingezogen auf beiden Flächen, der dann bei 1,25 Meter sitzt, weil die Platten sind 2,50 Meter lang und 1,25 Meter breit. Und damit die auf dem Balken der Länge nach laufen und ich das schön eindichten kann, dass da auch wirklich kein Wasser mehr von oben in irgendeiner Form durchsickern kann. Ich werde jetzt diese Siebdruckplatten oder Betonplanplatten oder Siebdruckplatten, beide Seiten glatt, 4 mm stark, hier auf das Gebälk verkleben. Durch diesen Zwischenbarren, den ich noch eingebaut habe, habe ich die Stoßkanten immer unter einem Balken und somit habe ich nirgendwo Stöße, die ich erst von der anderen Seite wieder abdichten muss und somit ist die ganze Sache in sich schon dicht und es sollte gar nichts mehr passieren, wenn es mal regnet. Ich werde aber trotzdem da noch Wellblech drauf machen, also oder Trapezblech. Es tut mir leid, es ist so heiß, mir ist so warm, mir fehlen die Worte. Zum Aufkleben nochmal, ich benutze einen PU-Kleber, eigentlich eine PU-Dichtungsmasse, weil die so günstiger ist. Wenn ich einen Kleber und Dichtungsmasse nehmen täte von Sikaflex oder sowas, das wäre extrem teurer. Diese ist hier auch sehr hochwertig und was dichtet, das klebt auch extrem, könnt ihr mir glauben. Ich werde die dann noch ein bisschen anspaxen, also mit ein paar Spaxschrauben verschrauben. Und dann wird das ganze Ding ziemlich stabil in sich, weil diese Siebdruckplatten, die sind in 90 Grad, in drei Schichten sind die verleimte Platten. Die sind also ziemlich steif in sich. Da kann eigentlich dann nicht mehr viel passieren. Natürlich ist 4 mm jetzt keine wirkliche Materialstärke, aber ich glaube, ohne zu wissen, dass das funktioniert. Eigentlich wollte ich euch noch zeigen, wie ich die Trapezbleche hier direkt auf die Siebdruckplatten montiere. Das werde ich aber nicht tun. Es ist jetzt früh am Morgen und wir haben reichlich Kondenswasser hier auf dem Dach. Es ist alles klitschnass und auch wenn die Firma sagt, das ist kein Problem, man kann das direkt drauf montieren mit einer Unterspannbahn noch drunter und dann wäre das perfekt bei USB zum Beispiel. Das hier, diese Siebdruckplatte, die ist noch dichter. Da sollte also auf gar keinen Fall was passieren, aber ich traue der Sache nicht ganz und ich werde jetzt hier noch eine Lattung drauf machen, dass die ganze Sache hinterlüftet ist. Dass das immer schön abtrocknen kann. Hier durch kommt die Feuchtigkeit ganz bestimmt nicht. Aufgrund von der PU-Dichtungsmasse, die ich hier eingezogen habe und natürlich auch, weil die Siebdruckplatte das überhaupt nicht aufnehmen kann. Und trotzdem, ich werde die Lattung hier drauf machen, die muss ich jetzt erstmal besorgen, also ist für diesen Film jetzt hier Schluss. Da werden wir jetzt heute nicht weitermachen, ich muss erst die Latten besorgen, um die Dinger drauf zu schrauben. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag, ich werde ihn haben, noch hier am Bauen und werde noch ein weiter Filmchen machen für euch. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß, euer André.